7,9 Kilometer lange Körnitztalbahn verbindet parallel zum namensgebenden Fluss den Kurpark von Bad Schandau mit dem Lichtenhainer Wasserfall. Sie ist dabei als idyllische Überlandstraßenbahn geführt und wird vorwiegend mit historischen Fahrzeugen bedient und von Touristen genutzt. Betrieben wird die meterspurige Körnitztalbahn von der Regionalverkehrsgesellschaft Sächsische Schweiz Osterzgebirge, kurz RVSOE. Die Bahn kann bald auf eine 125-jährige Geschichte zurückblicken, denn sie wurde im Jahre 1898 feierlich eröffnet. Die Strecke ist von Anfang an für touristische Zwecke konzipiert worden und sollte von Bad Schandau aus über den Lichtenhainer Wasserfall hinweg bis nach Hinterhermsdorf und zur Körnitztalschenke führen. Weitere Planungen sahen sogar die Weiterführung als Ringlinie, welche dann eine Länge von bis zu 50 Kilometern hätte, über Rheinwiese und Renzko zurück nach Bad Schandau vor. Der Bau für die Strecke von Bad Schandau bis zur Körnitztalschenke wurde im Jahre 1893 im Dezember genehmigt. Unklar war damals allerdings noch, welche Antriebsart für die Bahn verwendet werden sollte, sodass der Bau erst im Jahre 1897 startete. Aus Kostengründen wurde die Strecke nicht bis zur Körnitztalschenke, sondern nur bis zum Lichtenhainer Wasserfall geführt. In der anderen Richtung fand auch der Bau bis zum Bahnhof wie ursprünglich geplant nicht statt, sondern die Strecke startete erst am Hotel Lindenhof. Die Strecke konnte sich nach ihrer Eröffnung großer Beliebtheit erfreuen, welche sie bis heute halten kann. Bereits im ersten Jahr fuhren 80.000 Fahrgäste mit der Körnitztalbahn. Mehrmals drohte der Körnitztalbahn die Stilllegung, so zum Beispiel im Jahre 1927, als bei einem Brand der ganze Fahrzeugbestand im Depot vernichtet worden ist. Im Jahre 1939 gab es Pläne, die Strecke auf Obusbetrieb umzustellen, dies verhinderte allerdings der Zweite Weltkrieg. Im Jahre 1969 wurde die Strecke um 350 Meter auf ihren heutigen Zustand vom Kurpark bis zum Lichtenhainer Wasserfall verkürzt. Dabei entfiel der Streckenabschnitt zum Hotel Lindenhof. Im Jahre 2010 machten der Körnitztalbahn ein Hochwasser zu schaffen. Im Fahrzeugpark der Körnitztalbahn befinden sich insgesamt 8 Triebwagen und 8 Beiwagen. Unter den Triebwagen befinden sich allerdings mehrere Fahrzeuge, die nur zu historischen Fahrten eingesetzt werden, sowie auch einer der Beiwagen. Im Regelverkehr eingesetzt werden hier also ausschließlich die aber bereits historischen Fahrzeuge vom Typ Gothawagen. Die Gothawagen entstammen in Baujahren von 1957 bis 1960 und wurden aus anderen Städten, so zum Beispiel aus Plauen, Zwickau und auch aus Erfurt, übernommen. Die Triebwagen sind allesamt echte Zweirichter, besitzen somit jeweils 2 Führerstände. Zudem gibt es noch 7 weitere Beiwagen vom Typ Gotha, welche ebenfalls allesamt im Planverkehr zum Einsatz kommen können. Die Triebwagen besitzen dabei auch LED-Matrix-Anzeiger, welche das jeweilige Fahrziel in die Richtung anzeigen. Diese besitzen allerdings nur Türen auf einer Seite, nämlich auf der rechten Seite in Fahrtrichtung Lichtenhainer Wasserfall. Dies liegt daran, dass die Bahnsteige immer nur auf einer Seite sind. Im äußerlichen Auftreten fallen die Fahrzeuge vor allen Dingen aufgrund ihrer gelben Gestaltung auf. Auf Höhe der Fenster setzt sich die Gestaltung dabei in Weiß ab und auf Höhe der Radsätze gibt es noch einen grauen Zierstreifen. Im Inneren kann man vor allen Dingen noch durch die Wandvertäfelung, aber auch durch Aufschriften und Türöffner den historischen Charme der Fahrzeuge wiedererkennen. Viel an ihrem Charme verloren haben die Fahrzeuge allerdings durch den Einbau von Polstersitzen, welche vor allen Dingen in Busmodellen zu finden sind. Dies ist durchaus schade für die historische Optik der Fahrzeuge, immerhin bieten die Sitze einen angenehmen Sitzkomfort. Von ihnen findet man insgesamt 22 Stück, darüber hinaus gibt es auch 65 Stehplätze. Aus den Trieb- und Beiwegen werden immer mindestens 2 Wagengarnituren, mindestens ein Kurs ist auch als 3-Wagenzug immer unterwegs. Neben der Körnitztalbahn sind Gothawagen zum Beispiel auch noch beim Straßenbahnbetrieb in Naumburg und bei der Woltersdorfer Straßenbahn regelmäßig anzutreffen. Wie bereits am Anfang des Videos erwähnt, ist die Streckenführung der Körnitztalbahn besonders reizvoll und bietet viele schöne Motive.
Deshalb wollen wir uns jene nun genauer anschauen und finden unseren Ausgangspunkt daher am Kurpark von Bad Schandau. Am südlichen Ende der Strecke befindet sich eine Ausweiche, sodass hier der Triebwagen immer umsetzen kann, um dann die Fahrtrichtung zu wechseln. Dabei wird er von seinen Beiwagen abgekuppelt, fährt dann auf das Stumpfgleis zu, wo dann die Weiche gestellt wird, und daraufhin fährt er dann um den Zug herum, um auf der anderen Seite wieder angekuppelt werden zu können. Der Einfachheit halber sind die Weichen hier als Rückfallweichen konzipiert worden, sodass nicht extra nochmal für den Stellvorgang ausgestiegen werden muss. Die Endstelle liegt hier, wie der Name schon sagt, direkt neben dem schön gestalteten Bad Schandauer Kurpark, der sich vom Rande der Innenstadt von Bad Schandau bis zur Kurklinik zieht. Die sogenannte Körnelstalklinik ist eine Reha-Klinik und besitzt über 210 Zimmer. Die Klinik entstand deshalb hier, da Mineralquellen mit Heilwirkung hier gefunden worden sind. Der Gotha-3-Wagenzug setzt sich nun nach viertelstündlicher Wendezeit hier in Bewegung und wir nehmen Platz in seinem Heck, um die Mitfahrt aus bester Perspektive beobachten zu können. Wir fahren dabei hier schon bereits durch etwas engeres Tal, allerdings ist rechts und links noch Bauung von der Stadt Bad Schandau zu finden. Wir fahren nun nach dem Verlassen des eigenen Gleiskörpers auf die Körnenstahlstraße auf. Auf der linken Seite passieren wir nun die Körnenstahlklinik, hier als erstes das historische Gebäude, im Nachhinein der Neu- und Anbau. Unseren ersten Haltepunkt erreichen wir nach 800 Metern Fahrtweg am Botanischen Garten. Der Botanische Garten liegt etwas versteckt auf der anderen Seite der Kürnitsch am Berghang gelegen. Durch seine Lage am Berghang ist er auch recht interessant. Gegründet wurde der Botanische Garten von Bad Schandau im Jahre 1902. Auf der anderen Seite der Haltestelle findet sich außerdem noch eine Gaststätte. Diese Haltestelle ist im Übrigen auch die einzige entlang der gesamten Strecke, die ein überdachtes Haltestellen- bzw. Wartehäuschen besitzt. Nach dem Botanischen Garten verlassen wir nun die geschlossene Bebauung von Bad Schandau und fahren in grünere Straßenbereiche ein. Auf der rechten Seite kann man nun sehr gut die Kürnitsch erkennen. Sie durchfließt Deutschland und Tschechien und fließt in Bad Schandau in die Elbe. Insgesamt ist sie 45,3 Kilometer lang. Sie wird uns auf der gesamten Strecke auf der linken Seite im Bild begleiten. Nach nicht einmal einem Drittel auf der Strecke kommen wir am Depot der Körnitschtalbahn vorbei, wo alle Fahrzeuge beheimatet sind und auch gewartet werden. Hier findet sich auch die erste Ausweiche auf der insgesamt eingleisig geführten Strecke. Hier wird auch der Stab übergeben. Der Stab berechtigt den Fahrer immer zum Befahren des jeweilig markierten Streckenabschnittes. Die Stäbe sind dabei in unterschiedlicher Farbe markiert und gehören jeweils zu einem Streckenabschnitt.
Im Depot sind auch die historischen Fahrzeuge und die Fahrzeuge, die nicht zum Linienbetrieb benötigt werden, abgestellt. Zum historischen Fahrzeugpark zählt unter anderem auch einer der einzigen Triebwagen, der ausschließlich für die Körnstalbahn gebaut worden ist und erhalten ist, ein Triebwagen. Die historischen Triebwagen von Bad Schandau werden an speziell ausgewählten Tagen im Jahr auch auf der gesamten Strecke eingesetzt. Nach der Stabübergabe fahren die Fahrzeuge dann weiter. Der Halt, der hier zur Stabübergabe benutzt wird, darf nicht zum Aussteigen der Fahrgäste benutzt werden. Für diese gibt es nämlich nur wenige hundert Meter hinter der Ausweichstelle die Haltestelle Waldhäusel. Die Umgebung der Haltestelle ist nur schwach geprägt. Hier steht das namensgebende Hotel Waldhäusel, welches ebenfalls auch eine Gaststätte beherbergt. Optisch ist es durch seine Fachwerkkonstruktion definitiv auffällig. Das Gebäude an sich ist restauriert und stammt aus dem Jahre 1885. Doch setzen wir nun unsere Fahrt wieder fort. Das Körnitztal und die Strecke, auf der wir entlang fahren, ist recht kurvenreich geprägt, sodass wir auf der Fahrt, obwohl sie nur in eine Richtung führt, mehrmals die Himmelsrichtung wechseln. Durch den Kurvenreichtum und die Nutzung zweiachsiger Fahrzeuge ist die Fahrt an einigen Stellen recht ruckelig, was der Bahn aber durchaus etwas Charme verleihen kann. Selbst wenn nicht, lenkt die sehr schöne Umgebung der Strecke von diesen Umständen ab. Als dritte Haltestelle auf unserer Fahrt erreichen wir die Ostrauer Mühle. Hier befindet sich eine größere Freifläche, die von einem Campingplatz und einer Pension eingenommen wird. Hier gibt es außerdem auch eine weitere Gaststätte mit dem Namen Flößerstube. An der Ostrauer Mühle beginnen und enden auch diverse Wanderrouten. Wie man auf der linken Seite nach der Weiterfahrt hier nun erkennen kann, ist die Kirnitz hier etwas näher wieder an unsere Strecke gerückt. Der Abstand zwischen Bahn und Fluss ist im Verlauf der Strecke mal mehr und mal weniger groß. Die nächste Haltestelle trägt den Namen Mitteldorfer Mühle und dient auch wieder zur Anbindung einer Pension und Gaststätte mit dem gleichen Namen. Dafür stehen hier drei Häuser in einem interessanten Grünton auf einer größeren Lichtungsfläche. Auch diese Haltestelle wollen wir nun wieder verlassen. Der jetzt folgende Streckenabschnitt ist derjenige mit dem kürzesten Haltestellenabstand. Dieser beträgt hier nämlich nur knappe 520 Meter.
Vor dem Erreichen der Haltestelle Forsthaus fahren wir nochmal durch eine engere Kurve. Das besagte Hotel Forsthaus konnten wir schon auf der Anfahrt zur Haltestelle im Hintergrund auf der rechten Seite erkennen. Das Forsthaus ist ähnlich wie das Waldhäusel auch wieder ein Fachwerkbau, allerdings diesmal etwas länger gezogen und in Backsteinoptik. Auf der gegenüberliegenden Seite erstreckt sich noch ein Parkplatz. Nach dem Streckenabschnitt mit dem kürzesten Haltestellenabstand folgt nun im Folgenden zwischen dem Forsthaus und der nächsten Haltestelle der längste Haltestellenabstand. Die Strecke zwischen beiden Haltestellen ist hier nämlich über 1,8 Kilometer lang. Deutlich bevor wir die nächste Haltestelle erreichen, liegt auf der Strecke nun die zweite Ausweichstelle. Diese erreichen wir nach knapp 500 Metern Fahrtweg seit dem Forsthaus. Hier findet neben dem, dass sich die Bahnen kreuzen können, auch wieder eine Stabübergabe statt. Das System der Stabübergabe mag zwar etwas altmodisch sein, dadurch ist es jedoch nicht nötig, teure Signaltechnik zu installieren. Wir erreichen nun die mitten im Nichts liegende Haltestelle Nassau-Grund. Sie liegt nämlich knapp 200 Meter von ihrem namensgebenden Ort entfernt. Der nasse Grund ist ein Ausgangspunkt für verschiedene Wanderrouten, die vor allen Dingen in die Hochlagen des Elbsandsteinsgebirge führen. Dafür gibt es hier einen Parkplatz und es führt eine Brücke über die Kirnitz. Dass die Haltestelle nicht direkt an diese Stelle gebaut worden ist, liegt vermutlich an der engen Kurvenlage und der somit verbundenen Uneinsichtigkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Am nassen Grund geht es nun weiter für unseren Dreiwagenzug der Kirnitz-Stahlbahn. Durch eine der engsten Stellen im Verlauf der Strecke der Kirnitz-Talbahn durch das Tal. Nach gut einem Kilometer erreichen wir unsere vorletzte Haltestelle mit dem Namen Beutefall. Diese besitzt wie der Kurpark, der Botanische Garten und die Ostrauer Mühle auch wieder eine besser ausgebaute Haltestellenanlage mit erhöhter Bordsteinkante. Auf der anderen Seite der Haltestellenanlage stehen verlassene Gebäude. Zwischen den Gebäuden
kommt der Beutenbach mit dem Beutenfall den Berg heruntergeflossen. Auch hier gibt es zwei Wanderwege, die von der Haltestelle aus abzweigen. An der Haltestelle bietet sich auch ein schönes Fotomotiv, welches wir nun bei der Ausfahrt beobachten können, aufgrund einer hier gelegenen Sandstein-Felsformation. Bis zur Endstelle sind es jetzt noch 650 Meter Fahrtweg. Dabei durchfahren wir nochmal zwei 90-Grad-Kurven. Wir erreichen nun unsere Endhaltestelle am Lichtenhainer Wasserfall, wo sich auch wieder eine Ausweichstelle befindet, damit hier gleich nach der Ankunft der Triebwagen umsetzen kann, um auf der anderen Seite des Zuges wieder anzukuppeln. Direkt hinter der Haltestellenanlage liegt auch ein Parkplatz. Der besagte Lichtenhainer Wasserfall ist das herabfließende Wasser des Lichtenhainer Dorfbaches. Damit der Lichtenhainer Wasserfall jedoch etwas spektakulärer wird, ist er seit 1830 anstaubar, sodass zu einem bestimmten Zeitpunkt das Wehr öffnen, sodass sich hier ein größerer Wasserschwall ereignet und als Wasserfall zu deuten ist. Er ist somit in gewisser Art und Weise künstlich, erfreut sich aber trotzdem großer Beliebtheit. Dies kommt auch der anliegenden Pension und Gaststätte zugute, die hier einen Freisitz besitzt, welcher somit direkt neben dem Wasserfall gelegen ist. Das ebenfalls wieder sehr schön gestaltete Fachwerkhaus stammt dabei aus dem Jahre 1852-53. Während heute hier am Lichtenhainer Wasserfall nach der Ausweichstelle noch ein Stumpfgleis herrscht, gibt es Pläne zur Verlängerung der Körnitztalbahn. Die Verlängerungspläne sehen eine Weiterführung der Strecke bis zur Neumannmühle um 4,6 Kilometer in diese Richtung vor. Dies geht aus einer neuen Machbarkeitsstudie, die im April des Jahres 2021 vorgestellt worden ist, hervor. Perspektivisch könnte sie über die Neumannmühle sogar bis nach Hinterhermsdorf verlängert werden. Auch eine Verlängerung auf der anderen Seite der Strecke vom Kurpark in die Innenstadt von Bad Schandau und bis zum Nationalparkbahnhof um 3,2 Kilometer ist angedacht. Dadurch würde sich die Länge der Strecke verdoppeln. Mit der Verlängerung der Strecke im Zusammenhang wird auch der Einsatz einer wasserstoffbetriebenen Straßenbahn ins Gespräch gebracht. Die Verlängerungen sind zwar noch nicht konkret beschlossen, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit durch die neue Machbarkeitsstudie gestiegen. Die Körnitztalbahn ist aufgrund ihrer landschaftlichen Gegebenheiten auf jeden Fall einen Besuch wert. Und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich, wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen nach oben und über einen Kommentar unter diesem Video freuen. Wir sehen uns dann, wie gewohnt, in 2 Wochen zum nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.